Frühstück bei Stefanie. Es ist ja, wie es ist. Und das sind ihre Gäste. Herr Ahlers. Ja, da tut er nichts zu sagen. Udo. Ja, das kann's haben. Und Opa Gerke. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich erst schmieren. Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Sag mal, Udo, du riechst so. Wolltest du nicht mit dem Rauchen aufhören? Ja, ich rauch ja gar nicht mehr. Ach. Ja, aber auch nicht weniger. So steht's. Also, allein schon, ne? Nimm mal im Ernst. Ich rauche ja keine Zigaretten, weil ich bin jetzt ja übergangsweise auf Zigarillo umgestiegen. Ach so. Die machen nichts, weil ich die mehr so durch die Nase paffe und aus dem Mund so rausblase. Ja. Ohne Lungenkontakt. Ja, dann bist du ja gut dabei. Ich wollte 2009 ja nicht mehr als 300 Euro im Monat für Homeshopping ausgeben. Da hast du ja Silvester laut genug aus dem Fenster gegrillt. Alle Leute haben geguckt. Ja, weil sie dich einen geblitzt hat. Also... Auf jeden Fall, für 40 Euro darf ich diesen Monat noch. Ja. Was macht deine Diät denn, Georg? Bis im Soll? Oh, ich hab mir das nochmal durchgerechnet. Der Körper kann ja nur das zunehmen, was man da an Masse reintut. Also, selbst wenn du 1 Kilo Schokolade frisst, dann kannst du gar nicht mehr als 1 Kilo zunehmen. Ja. Ne? Ja, und nu? Da arbeite ich nun noch dran, an den Feinheiten. Ja, mach lieber Weightwatcher. Oh. Da sammelst du Fresspunkte und wenn du am Tag nicht mehr als 28 Punkte sammelst, nimmst du schon automatisch ab. Ja, und ich meine, Obst und Gemüse und Zelda haben ja sogar 0 Punkte. Ja, da kannst du so viel essen und trinken von, wie du willst. Ja, siehst. Ah, du kannst also am Tag 16 Kilo Bananen fressen und nimmst trotzdem ab. Ja. Also ein interessanter Verein, du. Ich kann dann sogar noch 2 Tiefkühlpizzas essen. Oh, ja. Hat eine 14 Punkte oder 10 Bier und eine Beefy Roll XXL und nehm immer noch ab. So. Ja. Jetzt trink du mal 1 Liter Zelda und dann stell dich danach auf die Waage. Dann hast du 1 Kilo mehr drauf. Aber wenn du jetzt 1 Tafel Schokolade frisst, dann hast du nur 100 Gramm mehr drauf. Du, das stimmt natürlich. Also. Die Waage ist unbestechlich. Also wirklich. Guck, nun sagt er nichts mehr. Was macht der Rätsel denn, Franz? Ich brauch noch umzäuntes Gebiet für Tiere. Hagenbeck? Nee. Also anders geht das ja wohl gar nicht, Franz. Was gibt's Neues? Sag mal, wie läuft denn der Hund hier heute rum? Ja, du, er soll sich ja nicht auch noch erkälten. Das ist eine Bomberjacke für Hunde in US Army Look, Camouflage mit Kapuze und Original Kaninchenfell als Mikrofaser, 1899. Kaninchen? Schieß ich dir umsonst? Da brauchst du ordentlich Streuschrot. Bums! Franz, aber nicht aus Original Mikrofaser. Du, ich finde das stylisch. Er sieht ja aus wie so ein kleiner Gangster-Rapper. Also, allein schon. Ja, und jetzt läuft der Hund auch hier drin immer mit diesen Dingen rum. Das ist ja gar nicht artgerecht. Ja, du, Georg, wenn es kalt ist, unter 5 Grad, geht Rocky gar nicht mehr raus. Nimm mal, Rocky. Nur mit dieser Bomberjacke. Das klappte super heute Morgen, bis wir hier ankommen. Ja, und nu? Ja, ich zu ihm. Rocky, zieh deine Jacke aus, sonst frierst du nachher draußen. Aus! Ja. Ja, und das will er nun nicht. Ja, und im Grunde kann sich Rocky im Augenblick nur in deinem Laden aufhalten, oder was? Ja, Udo, das ist das ja. Ich weiß gar nicht, also wenn er jetzt wieder raus muss wegen... Gassi oder... Also, das ist ihm dann auch in seine Bomberjacke zu kalt. Ja, er nimmt ja nicht mal hier drin die Kapuze ab. Ja, das kommt noch dazu, dass er denn überall gegenläuft, weil er seitlich nichts sieht. Siehste? Guck. Sünde. Kapuze, also. Du musst ihm jetzt für draußen noch eine Überjacke über diese Jacke drüber kaufen. Eben. Und weißt du was, wenn du beim Bestellen bist, ja, dann guck doch mal nach, ob da diese Bomberjacke auch für größere Hunde gibt. Ich finde ihn nämlich ganz schick, so für 18,99. Du willst dich jetzt Kleidung für Hunde anziehen? Also, das wird ja immer wunderlicher. Ja, wieso? Am Bauch kann er knapp werden. Dann lasse ich die eben auf für die Disco oder so. Aber von Ärmel her gesehen habe ich Doggenlänge. 18,99, wo kriegst du das? Hallo? Du, das ist direkt eine Geschäftsidee. Ja, Fakt ist, ich starte dies Jahr durch, Freund. Oder will ich lieber nicht mal stören? Was macht der Rätsel denn, Franz? Ich brauche noch Teil vom Ei. Das Gelbe? Jawohl! Was gibt's Neues? Du, wo ist der Hund denn? Ja, Rocky ist heute zu Hause. Das kann man ruhig mal machen. Das sagen auch die Fachleute aus meinem Forum. Du, und wenn er was kaputt macht, dann ist es in seine Natur. Ja, wie kommst du da denn nur auf? Ja, ich bin doch jetzt im Internet-Hundehalter-Forum. Mhm. Da hat mein Neffe Timo mich reingebracht, bei Dog Style. Da redet man über Hunde und alles Mögliche, was einem gerade so einfällt. Ja, und was sind das für Leute da? Ja, einer, der heißt Löwenzahn 4U, aus Jena in Saarland, glaube ich. Ja. Mit so einem kleinen Pitbull-Spaniel. Der wollte nur wissen, wie ist das Wetter bei euch? So, ja, und dann antworten verschiedene, was weiß ich, gestern ging's noch. Und das ist ja mal eine Auskunft, so. Also. Ja, das geht manchmal über Wochen. Und ich hab den auch zurückgeschrieben,
Regen mit heitere Abschnitte. Ja. Und dann habe ich noch so ein bisschen geckig, so ein Schmeili gemacht, hat Timo mir gezeigt, also einmalig. Du, Steffi! Was willst du? Aber man kann sich doch hier auch so ein bisschen gemütlich was erzählen, so wie es einem geht und so. Ja, ist nicht dasselbe, Franz. Im Internet ist das viel persönlicher, wie eine kleine Familie. Da heiße ich denn zum Beispiel Lady in Red. Ah. Ja, nun lass mal, dann ist da noch einer, der heißt Halsband 07. Du, der hat schon nach meiner Telefonnummer gefragt, also... Also, das ist ja wohl ein ganz besonderer Hundeliebhaber in dieses Forum, du. Wie heißt das? Dogstyle. Ja, klingt ja aber eher nach Doggystyle, wa? Was heißt Dogstyle? Also, allein schon. Ich persönlich habe im Internet ein Forum mit einer eigenen Forumsfrage sogar zum Thema Solariums aufgemacht. Wie heißt du da denn? Black Beauty 21. Udo. Aha. Ja, die anderen, die waren ja schon alle vergeben. Ist ja auch egal. Ich wollte nur wissen, Achtung, was passiert, wenn ich mit den Füßen und den Gesichtsbräunen gehe? Das ist ja nun eine ganz interessante Frage. Ja, was passiert da denn nun? Also manchmal glaube ich, wir... Ja, nicht sagen, geh euch, kannst dich ja eintragen, ne? Was macht ein Rätsel, Franz? Ich brauche noch Körperbereich mit 5 Buchstaben. Intim? Jawohl. Was gibt's Neues? Ja, sag mal, Steffi, gehst du nun morgen in eine Faschingsdisco? Du, ich wollte wieder ins Midnight. Da ist Baggerfasching mit DJ Willy Manilli und Carsten Keks aus Köln. Also einmalig. Ho. Und jedes sexy Kostüm, jetzt also von Frauen, kriegt Freidrinks bis 2. Also. Und dann gehe ich ja wahrscheinlich als Catwoman. Donnerwetter. Ja, hinter der Fassade von so einem Kostüm, da traut man sich mehr. Das haben sie auch bei TAF gesagt. Oh. Ja, und du liebst es. Meinst du? Naja, ich habe das Kostüm von meiner Schwester. Nur leider, bei der Maske, da ist was mit. Da ist so ein Reißverschluss vom Mund. Also, ich gehe ja als das sprechende Baguette aus der Subways-Werbung. Findest du das? Allein ja. Schon. Kennst du, er hier mit so Beine. Und meine Mutter meinte, das sieht so aus wie ich. Ah. Und dann hat sie das bestellt. Und das ist der Hammer. Ja, ich bin früher mal als Cowboy gegangen, du. Ja, und? Ja, dann bin ich nach 3 Tagen als Sultan wieder zu Hause aufgewacht. Und dazwischen... Filmriss und Finsternis. Franz. Finger weg von Gespritzten, das sag ich euch. Igitt, ja, das ist wie Schlepperstürmer, ne? Nein, das ist Korn mit Unterberg. Ah, du, ist das nicht Busenkrebscher? Nee, das mit Brombeer. Was machst du denn, Georg? Also, ich weiß, dass meine Nachbarin zum Tanz umgekehrt ins Kurhaus geht. Wie jetzt umgekehrt? Andersrum, oder was? Nein, das ist nur Damenwahl. Also. Ich hab so ein Halstuch. Ja. Um Hals. Ah, ja. Und geh praktisch als Cowboy Johnny. Da soll sie wo anbeißen. Geh euch, da wird man ja eifersüchtig. Nee, Steffi, mal ernsthaft, was ich fragen wollte, dann komme ich ja wohl mit nach Midnight morgen. Jetzt? Ja, das hast du mir versprochen, weil ich ja schon nicht mit nach Halloween durfte. Ach, Udo, denn meinetwegen, aber dann hältst du mir die Typen vom Hals. Das sowieso. Ja, es sei denn, ich entscheide mich spontan um, dann musst du abhauen. Also, was macht dein Rätsel, Franz? Ich brauche noch Himmelsrichtung mit 4 Buchstaben. Oben? Ja, genau. Was gibt's Neues? Du sag mal, wie sieht der Hund denn aus? Wie so eine Fleischwurst mit Hut, du! Ja, Rocky soll heute Nachmittag noch zum Hundeverschenk von seiner Hundeschule. Da geht er als Feuerwehrmann. Nimm mal, Rocky. 29,90 mit Hut. Ja, du warst ja am Samstag auch noch mit so einem Feuerwehrmann in Gange, ne? Der war doch gar nicht. Ja, das sagst du jetzt. Und mir wollte eine ballern, nur weil ich ihn dir von Leib halten wollte. Wie vereinbart. Udo, ich hab ganz alleine getanzt. Das kennst du doch von mir. Ah, wenn sie von City hier diesen Song hier am Fenster spielen, dann bin ich ein Mustang auf der Tanzfläche und er ist nur so mit eingestiegen. Du hast ja auch noch ein Midnight-Hausverbot, also. Das war wegen was anderes. Das tut dir gar nichts. Also, sag mal, wo ist eigentlich Georg? Ja, wo bleibt er überhaupt? Morgen. Einmal 4 Mettbrötchen und 2 Kaffee zum Mitnehmen, als To-Go. Hab leider keine Zeit. Ich muss Marion noch zum Friseur fahren. Ja. Ihr kennt ja die Frauen. Also. Ja, hier mein Georg. Bitteschön. 4,80. Ja, mach's auf den Deckel, ne? Tschüss. Also, da haben wir wohl schon die Handschellen geklickert. Amore, amore, was, Steffi? Nee, ich find's jetzt nicht witzig, Udo. Ich hätte nicht gedacht, dass er das wirklich macht. Oh. Ich meine, er kennt sie ja noch nicht mal richtig. Und dennoch aus der Nachbarschaft. Ich meine, wenn das auseinandergeht, also da gehe ich mal von aus, dann ist er immer noch seine Nachbarin. Also ich kann das nicht. Und er soll jetzt bloß mal nicht glauben, dass wir jetzt hier jeden Morgen auf ihn warten. Du, Steffi? Ja? Was denn? Weißt du, was ich glaube? Na? Dass die beiden schon gebrackelt haben. Unser Cowboy Johnny, ne? Also allein schon. So, Leute, ist noch was? Ich mach heute früher zu. Ich brauch noch letzte Ruhestätte mit
4 Buchstaben. Wo war ich denn zuletzt? Auf dem Sofa. Jawohl. Ja, und jetzt raus hier. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich erst schmieren. Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Oh, ist richtig Frühlingserwachen. Oh, lieber Frühlingserwachen als spät rechts einschlafen. Ein anderes Frühlingsgefühl. Was ist denn mit dir los, mein Steffi? Hast du einen Nacker? Nein, Sag mal, geht's noch, Franz? Also ich war gestern mit Rocky spazieren und dann haben wir die ersten Wildgänse am Himmel gesehen. Also das war so romantisch. Wildgänse? Alle abballern! Also, wir scheißen uns doch bloß die Landschaft voll! Also Franz, du bist ja heute in Form, wa? Ja, wo er recht hat. Ja, aber Steffi, was ich mich frage, ja, wenn die Gänse nach hierher fliegen, weil das hier wieder warm ist, woher wissen die das denn? Also wenn sie in Afrika losfliegen, das wissen die ja nicht. Also, ja, ist doch so. Also ich meine, die haben an den Schnabel so eine Drüse, da ist ein Magnet drin und das ist dann wie so ein Navi. Das erklärt jetzt ja aber nicht die Jahreszahl. Ja, das merken die dann an der wärmeren Meeresströmung, die dann so in Afrika ankommt. Ach, und du meinst, die Wildgänse stehen in Afrika am Strand mit den Füßen im Wasser und sagen sich, jawohl, in Europa ist Badetemperatur, lass mal los. Ja, glaubst du oder glaubst nicht? Also irgendwie muss es ja. So, jetzt sag ich euch mal die Wahrheit über Wildgänse und dieses ganze andere Vogelvolk. Die machen sich hier im Herbst ganz wichtig, bobichtig vom Acker, weil es anderswo wärmer ist. Ja, dann sollen sie da doch bleiben in Afrika, wenn es da wärmer ist. Es ist ja immer warm. Ja, aber nein, dann fallen sie hier wieder ein, fressen die ganze Kirschernte weg und sitzen auf dem Balkongelände und starren dich an. Wer? Die Gänse jetzt? Nein, dieses ganze Amsel- und Drosselvolk. Ist doch so. Na meinetwegen, aber was ich an den Wildgänse auch gut finde, du, die schlafen beim Fliegen, also da ist denn nur so eine Gehirnhälfte an. Also du meinst, genau wie bei unserem Udo hier, ne? Ja. Da kann nicht jeder, wa? Guck. Oder wie meinst du das jetzt, Georg? Da hast du es wieder. Was macht dein Rätsel, Franz? Ich brauche noch Flüssigkeitsmaß mit 5 Buchstaben. Einer? Jawohl! Was gibt's Neues? Sag mal, hat einer von euch Nasenspray da? Udo, was sprichst du denn so komisch? Ich brauch Nasenspray, ich hab ne zue Nase, du, das ist wie Beton. Ja, kannst du doch eben in der Apotheke holen. Nein, die geben mir nix mehr. Was? Die sagen, ich bin Nasenspray-abhängig, ich soll zum Arzt gehen. Ah. Du, dann geh ich zu der Glockenapotheke weiter, da hatten sie dann aber schon angerufen, ah, da kommt gleich einer, du, dann krieg ich da auch nix. Udo. Hallo, hast du denn nicht irgendwas da? Wie oft nimmst du das denn? Ja, immer, aber ich hab nix mehr, ich krieg gar keine Luft mehr. Oh, das ist eine Suchterkrankung, hab ich neulich gelesen. Guck, eine gute Reise. Guck nach. Gute Nacht? Nein, guck nach. Ja, dann nimm mal hier das Japanöl. Da kannst du erstmal mit dem Finger in die Nase schmieren. Meine Idee. Das wird ja nicht. Wir haben uns die Nase früher mit Propangas freigeblasen. Junge, der machte der Teufel aber Ententanz, du. Das ist aber gut, Franz, wirklich. Ich meine, ich kenne das. Das muss man ernst nehmen. Ich war ja mal lippenfettsüchtig. Was warst du? Ja, mit diesen Lippenpflegestifte. Wenn das einmal merkst, dann brauchst du es immer. Also ich war ja außer Kontrolle. Aha. Ja, glaubst du oder glaubst nicht. Ich abends zu Hause mein Labello alle. Schläger hatte schon zu. Du, da bin ich amok gelaufen. Ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Aha. Ja, dann habe ich zum Glück noch so eine Stange Palmin-Bratfett im Kühlschrank gefunden. Das musste dann auch mal gehen. Puh, wenn wir schon beim Beichten sind, dann will ich euch mal was sagen, was sonst keiner weiß. Ich war mal abhängig von der Springfield-Story. Oh, Sünde, im Fernsehen, ne? Ja, dann haben die das einfach so plötzlich abgesetzt und dann bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Georg, wie geht dir das damit? So muss ich mit klarkommen. Manchmal mach's nicht mehr. Was sagst du, Udo? Manchmal mach's nicht mehr. Was? Manchmal machst du nicht mehr. Ah, da sagst du was, Udo. Was macht dein Rätsel denn, Franz? Ich brauch noch Emotionen. Vorne mit G. Gänsehautfeeling. Was gibt's Neues? Du, Udo, was ich mal fragen wollte, könnte deine Mutter mich vielleicht nachher in die Stadt fahren? Ich muss nach meinem Auto. Ach, hast du ihn in der Werkstatt? Nein, ich muss da nur mal nachgucken. Ich habe nämlich seit 5 Wochen traumhaften Parkplatz, mitten in der Stadt, gebührenfrei. Oh, toll. Ja, nur so meine Mutter, also allein schon. Ja, ich bin da jetzt schon ein paar Mal mit dem Bus hingewiesen. Das kostet ja auch immer, ne, hin und zurück. Ja, dann fahr doch mit deinem Auto zurück. Dann bin ich doch den Parkplatz los. Jetzt mal immer schön easy bleiben, Georg. Ich meine, willst du mir jetzt erzählen, dass du da so lange dein Auto stehen lässt, nur weil der Parkplatz so gut ist, also... Ja, wieso? Dann fahr ich da hin, geh mal so ums Fahrzeug rum. Ja. Setz mich rein, trink Kaffee, mach auch mal Radio an. Ja. Wo hast du den Kaffee denn her, wenn ich mal fragen darf? Also Thermoskanne nehme ich von zu Hause mit. Du,
Warum heißt das eigentlich Thermoskanne, aber denn nur Thermohose? Ja, genau. Ja, das tut doch jetzt hier nichts zur Sache. Bitte weiter. Ja, was weiter? Ja, du sitzt also jetzt seit 5 Wochen jeden Tag in deinem Auto und trinkst Kaffee. Ja, man ist wer. Dann klopfen seine Scheibe und fragen, fahren die gleich weg? Und dann sag ich, hätten sie wohl gern, wa? Und dann ziehen sie beleidigt ab, also einmalig. Ah, ja. Ja, also Georg, du bist in eine psychologische Zweckmühle. Eine No-No-Win-Win-Situation. Hast einen Top-Parkplatz, aber kannst das Auto eigentlich denn auch verkaufen? Dann hab ich doch den Parkplatz nicht mehr. Das sag ich ja. Ich mein, ich kenne das. Ich hatte mal einen Midnight-Barhockerplatz direkt an der Bar. Ah ja, das Laden ist... rammelvoll. Ich Blickkontakt mit Barmixer in der Happy Hour und... muss aufs Klo. Ja, guck. Oh, Sünde. Ja, Zweckmühle. Und was hast du dann gemacht? Ja, was hab ich gemacht? Ich habe diesen Barhocker nicht mehr verlassen. Und trotzdem wünsche ich mir manchmal, ich hätte ihn nie gehabt. Ah, Hausverbot? Ja, nur in Tresenbereich. Was macht ein Rätsel, Franz? Ich brauch noch Vorfahren der Hunde mit 6 Buchstaben. Ja, Eltern, also. Ach ja, genau. Was gibt's Neues? Du, man wird jetzt schon im Supermarkt angemacht von wildfremden Leuten. Wieso das denn? Ja, gestern Abend bin ich im Supermarkt und schmeiß im Brotgang einen Beutel Fleisch von der Fleischtheke in das Toastbrot. Ja? Du, der macht mich eine an von wegen, was mir einfallen würde. Also, die hat ja überhaupt nicht gearbeitet. Ich hab immer noch so einen Hals. Ja, wie jetzt? Ja, ich sag, geh weiter. Das geht sich hier überhaupt nichts an. Was war denn nun? Ja, kennst das nicht. Ich hatte spontan Lust auf ein Kilo Rinderfilet. Du, dann schneid sie mir das noch so schön zurecht, weißt ja? Du, dann seh ich nachher ja, auf dem Bon über 40 Euro. Also, so viel hatte ich ja gar nicht dabei. Ich meine, soll ich das zurückgeben? Das geht ja wohl gar nicht. War ja frisch. Und dann schmeißt du es einfach so in die Gegend. Ich meine, beim Klamotten kaufen ist das doch auch so. Ja. Hängst du denn nur etwa jede Hose, die du anprobiert hast, genau wieder an den gleichen Ständer? Ja, genau. Da schmeißt du doch auch nur irgendwo dazwischen. Ich habe es vorsichtig ins Brotregal gelegt, das ist ja wohl normal. Ja. Also Leute, ich finde das unmöglich. Das erzählt Timo auch immer aus seinem Supermarkt. Er ist doch jetzt hier als Umpacker. Und was die da immer finden. Also neulich hatten sie einen DVD-Player in der Tiefkühltruhe, eine Flasche Cognac zwischen den Kartoffeln. Ja, auf der anderen Seite habe ich mal zwischen der Herrensocken einen Beutel abgewogene Pfifferlinge gefunden. Also die habe ich spontan übernommen. Ja, genau. Das ist dann praktisch. Darf man da ja trotzdem nicht einfach so hinschmeißen. Das hast du ja auch noch nie gemacht, oder was? Ich habe es einmal gemacht, aber da ging es auch wirklich nicht anders. Ja, siehst. Also. Ich mit vollen Einkaufswagen, also wirklich proppevoll, vor der Kasse, wollte ich schon rauflegen. Ja. Du, den gucke ich auf die Uhr, du. In 5 Minuten geht Pilawa los, ja. Also. Mich hatte ich ja noch zu Hause, dann habe ich den Wagen in die Ecke geschoben und tschüss. Also. Also sonst, so ganz ohne Grund, finde ich das unmöglich. Nee, wirklich, also. Da kann ich mich ja auch als Geschäftsfrau ins Personal so reinfinden. Du mal jetzt hier, ich brauche noch Ausflug zu Pferde mit 7 Buchstaben. Zu Pferde? Ja, wie kommt man da hin? Versuch's mal mit Radtour. Jawohl! Udo, du musst mir mal helfen. Ja, was ist nun denn los? Ich finde im Internet nicht diese Udo-Jürgens-Wieb-Tickets. Also. Die sind wohl irgendwie geheim. Also, ich wollte doch zum Konzert. Was sind denn Udo-Jürgens-Wieb-Tickets? Ach, Georg, das sind so Spezialplätze. Da kriegst du in der Halbzeitpause Sekt satt. Und dann kommt er in seinen Bademantel in so eine Lounge rein. Und dann darfst du ihn anquatschen und alles. Ah. Foto... ja, und alles. Du willst also behaupten, da bezahlen Damen ein Vermögen, nur weil so ein Opa in Frottemantel und Puschen einmal über dem Flur schlurft? Also, ja, selbstverständlich. Also. Du, das kannst du bei mir billiger kriegen, Steffi. Ja, Steffi, nur weil ich jetzt so eine besondere Beziehung zu Udo Jürgens habe, weiß ich das auch nicht mit der Wipkan. Was hast du denn für eine Beziehung zu Udo Jürgens? Ja, hier, 17 Jahre blondes Haar, das war ja 1965 in der Hitparade, also bei meiner Geburt. Und meine Mutter war 17 und ich hatte blonde Haare. Und deshalb heiße ich ja Udo. Oh, süß. Ja, aber bitte mit Sahne, ne? Also mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Also Udo, einmalig. Ja, mein zweiter Vorname ist ja auch Jürgen. Guck mal. Du heißt Udo Jürgen? Das ist ja, also... Allein schon, ne? Also mehr Promi geht ja gar nicht. Ja, also ich heiße nur so, Steffi. So, ich heiße Georg. Na, sowas aber auch. Also Georg nach Georg, weil mein Vater hieß schon Georg Ahlers, mein Großvater auch und meine beiden Brüder heißen auch Georg. Du heißt genau wie deine Brüder, Georg. Also Georg, Georg und Georg. Also... Ja, und? Das ist ja wohl verboten. Das ist doch nicht verboten. Ja, also ich meine auch, ist verboten. Na, dann hol doch die Bullen und sag, hier sitzt einer, der ist verboten, also...
Was macht der Riesel denn, Franz? Ich brauch noch Vorname des Sängers Ritchie. Ah, oh, wie heißt er? Cliff Ritchie? Nee. Ah ja, also das hier ist unser Bad. Ja. Ja. Ja, es ist eigentlich mein zweites Wohnzimmer. Also hier halte ich mich sehr gerne auf, auch um aufzutanken. Ich sag ja selbst von mir, ich bin viel Duscher. Sofern es meine Zeit erlaubt. Aber zweimal am Tag ist Standard. Da gehe ich nicht runter. Ja, aber fürs Interview vielleicht auch dann woanders. Ja, woanders. Also im Wohnzimmer schläft meine Mutter gerade. Wenn wir hier eben mal über den Flur laufen, dann setzen wir uns gemütlich in der Küche. Ja, was sind denn das alles für Stromkabel hier? Ja, lassen Sie sich nicht stören, ich leide da. Also ich habe da was vom Keller, also das ist alles noch in Arbeit. Ja. Ja, dann mal los. Ja. Ja. Steady, ready, go. Ja. Bäh? Ja. Bäh? Ja. Ne? Also. 1, 2, 1, 2, Test, 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 bitte schneiden, bitte schneiden. Wie alt sind Sie eigentlich, Udo? Ja, ich bin 44 Jahre alt. Viele sagen, ich sehe anders aus. Warum wohnen Sie denn immer noch zu Hause? Ja, das ist ja nur vorübergehend. Ich bin ja bereits mit 29 ausgezogen, nachdem ich mich mit einer Lotto-Annahmestelle selbstständig gemacht hatte. Und über dem Ladenlokal ein Zimmer bewohnte. Ein Wasserschaden zwang mich jedoch seinerzeit zur Geschäftsaufgabe. Die Gutachten sind doch nicht eindeutig und da tut auch gar nichts zur Sache. So, dass ich nun seit 15 Jahren als Interimslösung wieder bei meiner Mutter wohne. Was gefällt Ihnen an Ihrer Mutter denn am besten? Ja, Hackbraten mit braune Soße. Naja, und am Zusammenleben, was ist da das Schönste? Wie? Also, naja, es ist ja das Freundliche und Friedliche und das Familiäre miteinander. Sie meckert nicht mehr, wenn ich zu viel Duschdampf mache oder nachts nochmal an den Kühlschrank gehe und dann dabei ein bisschen lauter bin. Da ich ja selber sehr wenig Zeit habe und viel um die Ohren, würde ich sagen, wir ergänzen uns perfekt, indem sie Einkäufe tätigt und, also ich selbst bringe mich ein, indem ich Einkäufe schriftlich auf Zetteln vorbereite. Also da bin ich akribisch. Ja, und wollen Sie denn nicht mal heiraten und ausziehen? Ja, nie zum Heiraten habe ich ja gar keine Zeit. Weißt du, Ehe, das geht ja alles von meiner Freizeit ab, wa? Weißt Bescheid, ne? Also, hallo, allein schon, ne? Spaß beiseite. Sobald ich mit einer von meinen Geschäftsideen durch die Decke gehe, dann baue ich mir auch wohnlich was Privates auf. Mhm. Seit Jahren werden Sie von Ihrer Mutter in Stefanis Schlemmerbistro gefahren. Wie haben Sie Stefanie denn kennengelernt? Ja, wie habe ich? Ja, den Laden kenne ich schon lange. Ihre Schwester hat mir ja schon früher die Haare gemacht. Die Dauerwelle? Nee, das sind so Flipcurls. Das ist wie eine Dauerwelle, aber anders. Naja, dann machten sie ja das Solarium auf, hier, Sancho und Reggie. Also, das fand ich ja schon von Norm her super. Da war Steffi mit schon bei. Aber dann hatte sie diese Aktion dreimal bräun, viermal zahlen. Das hatten sie wohl falsch auf den Flyer gedruckt und dann ging das nicht mehr anders. Und ja, nach ein paar Wochen hat er die Kundschaft gemerkt und dann war empty. Und dann? Empty. Und dann? Ja. Ach, und dann? Ja, dann hat sie diesen Brötchen-Heini kennengelernt, hat ihm die Bistro-Idee, ja, ich sag's ehrlich, geklaut und dann von Hof gejagt. Also, ganz ehrlich. Ich schätze Stefanie ja als Gastgeberin und gute Bekannte, aber sie sauchte Männer aus. Also, das schneiden sie raus, ne? Können wir später nochmal besprechen. Ne? Ja. Wie kommen Sie denn mit Georg Ahlers und Franz Gierke zurecht? Ja, also Georg, ja, er ist ja eine Type, also kein Reden. Manchmal ein bisschen geizig und klug scheiße, und, aber er ist eine Type. Und Franz ja sowieso. Also da lasse ich nichts aufkommen. Er ist ja nur manchmal buchstäblich brandgefährlich. Sie verstehen? Ja, ja. Sie wissen, was ich meine. Ja, ja. Brandgefährlich. Mhm. Also in doppelten Sinn jetzt. Ja. Also da sind schon Dinge passiert, naja, und sein Vater lebt ja. Der sitzt im Knast und uns hat er ja erzählt, er wäre ein betreutes Wohnen. Ach so. Ja. Ach. Sehen Sie?
Wie bereits erwähnt, hatten Sie ja nun selber viel Ärger mit Ihrem Lottoladen damals. Was war denn da eigentlich genau los? Ja, also, das war ein Wasserschaden. Also, das will ich nicht sagen. Musste nicht das ganze Gebäude abgerissen werden? Also, ja, das war ja viel später. Da wohnte ich da ja schon gar nicht mehr. Nein, nein. Es gibt ja Wasserrohre vor der Uhr und hinter der Wasseruhr. Und ich hatte da ja nur mal was nachgeguckt. Und der Wasserschaden war ja erst, also, auf jeden Fall nach dem. Und insofern, das war ja alles mit Bewährung. Sie meinen Gewährleistung? Ja, oder so. Wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft gucken, was ist denn Ihr größter Wunsch? Ja, dass meine Mutter endlich mal einen zweiten Fernseher fürs Bad kauft. Also, das wäre ein Traum. Also, ja. Luxus pur. Ja. Mensch, jetzt hör ich aber langsam mal einen Teppich auf die Zunge. Zwischendurch einen kleinen Schluck Bier. Ja, dann, ich glaube, wir haben auch alles. Was ich Sie mal fragen wollte, sind Sie eigentlich ADAC-Mitglied? Ich? Nee, wieso? Pass auf, dann hab ich noch was für Sie. Also. Ist nett. Nee, also wirklich. Ist super nett. Ich muss aber los. Ich muss ja noch zu Herrn Ahlers. Ja, ne? Vielen Dank. Ich glaube, wir haben alles. Dankeschön, ne? Ja, sonst ruf ich noch mal an. Was gibt's Neues? Cool, jetzt gibt es bald neue Kleidergrößen, weil die Leute immer größer und dicker werden. Ja. Also mich betrifft es nicht. Ich trage seit 30 Jahren Größe 48. Ja, in was denn, Georg? Ja, Hemden, Hosen, Anzüge, alles 48. Das ist M. Also Moment. Ja? Ich trage 46, bin größer wie du und bei mir ist das XL. Ja, Udo, du trägst ja auch Damenjeans. Ja, das ist ja auch gar nicht so einfach mit diesen Größenwirrwarr. Hm? Ich habe neulich bei Lidl alle Unterhosen anprobiert und da war nicht eine dabei, die richtig saß. Ja, was? Ist was? Udo, du hast bei Lidl in Laden Unterhosen anprobiert? Ja, was? Ich bin Kunde. Sollte Katze in Sack kaufen? Oh nein. Also, auf jeden Fall habe ich festgestellt, Unterhosengröße 5 bei Männer ist M und gleich groß wie eine XL bei Damen. Also 46. Ja, also bei Männern ist die 6 in Unterhosen, eine 50 bei Anzüge oder L in T-Shirt. Und in Schuhe ist die 6 eine 39 bei Männern und Frauen. Ja. Und bei Stoffhandschuhe ist eine 6 eine 17 in Ausland, meine. Ja. Ich hatte Stahlhelmgröße 53, bei den Engländern war das 6,5. Ja. 6,5 wäre dann ja in Schuhgröße beispielsweise 40. Oh Moment, 40 ist aber auch als Konfektion bei Frauen Größe M. In Hosen, was du nicht alles weißt, Georg. Aber das ist dann ja das gleiche wie eine 32, 29er Jeans, jetzt bei kleiner Schrittlänge. Moment mal, jetzt mal nicht so schnell. Woher kommt er da eigentlich, dass Schuhgröße 40 6,5 ist? Das steht doch auf dem Karton. Ach so. Siehste, was macht der Rätsel, Franz? Ich brauche noch... Nee, warte mal. Eine Frage habe ich noch für meine Strichliste. Hast du denn nur auch bei Lidl Hausverbot, Udo? Nee, nur in diese Filiale. Also. Ich brauche noch zahlreich mit 4 Buchstaben. Mega. Jawohl! Was gibt's Neues? Du, ich glaube, heute Abend knacken sie den Jackpot. Oh, Georg, hör auf. Wenn ich den Jackpot knacke, bin ich finanziell am Ende. Ach, das ist ungewöhnlich. Wie kommt's denn? Ja, ich habe mich irgendwie total vergaloppiert, weil ich habe mit Udo und Franz abgemacht, wenn ich den Jackpot kriege, dann kriegt jeder 5 Millionen ab. Ich denn aber auch von die beide. Ja. Ja, genau. Ja, das habe ich jetzt aber auch mit meiner Schwester, ihren Freund Mario in Gottes Namen und mit meinen Wurstlieferanten abgemacht, hier Reimer. Oh. Nee, lass mal. Ja, und dann noch mit Roggi, sein Tierarzt, ne Roggi, mit Onkel Dr. Brime, ja. Weiß Bescheid, dann muss ich 30 Millionen auszahlen, krieg aber nur 28, also ich weiß gar nicht. Ich will das gar nicht, sonst ist ja alles aus. Was? Ich will meine 5 Millionen am Tag,
sagt, dann knallt das hier. Ich kann ja wohl nicht gezwungen werden, mich denn bei denen zu melden, mein Lotto. Oh, ich kenne ja deine Zahlen, dann sag ich dem Bescheid, wo du wohnst. Warte mal. Du, wenn da einer klingelt und ich sehe den durch den Spion, aha, der hat einen Glückskoffer dabei, dann lege ich mich auf den Boden und dann mache ich gar nichts. Das habe ich schon mal gemacht, als ich aus Versehen 30 statt 3 Formschönen Premium-Bodies bestellt habe. Ja, das ist interessant. Ja, mit dieser Überkreuzstützfunktion auf dem Rücken und der eingestrickte Stützzone vorne. Ja, Steffi. Wie eine zweite Haut. Ja, du sitzt ja jetzt Tatsache so richtig in der Grütze. Also, ich würde dir anbieten, dass ich dir den gesamten Jackpot abnehme, also übernehme. Guck. Also, dann bist du erstmal aus dem Gröbsten raus. Ah ja. Aha. Ich muss keinen auszahlen. Was? Ja, und hätte denn ja auch als Kunde bei dir eine ganz andere Kaufkraft. Also, Udo, das wird für mich machen. Sicher. Na ja. Vielleicht gewinnst ja auch du und dann krieg ich 5 Millionen von dir, ne? Also, Steffi, eins geht ja wohl nur. Na, hast auch recht. Was macht dein Rätsel, Franz? Ich brauche noch Strom in Ägypten mit 3 Buchstaben. Eon? Jawohl! Habt ihr eigentlich schon euren Urlaub geplant? Ja, hier in der Zeitung steht zur Reisemesse. Pilgerreisen sind der Trend 2009. Also, was das nun wieder soll. Ja, es hat Habe Kerkeling aufgebracht. Da wanderst du doch dann mit ihm so 4 Wochen nach so einer Marineerscheinung hin. Und so findest du den zu dir. Du, ich bin ja schon froh, wenn ich nach der Kneipe zu mir finde, wa? Hahaha, ist immer wieder typisch. Jedes Mal, wenn man ein ernstes Thema dran ist, dann seid ihr so. Ist ja gut, mein Steffi, das Männerhumor. Früher, diese Pilger in meiner Gegend, die taten sich getrocknete Erbsen in den Schuh, damit das richtig wehtut. Hab ich selber gesehen. Ja, und das soll ein Urlaubsfeeling sein. Oh, das muss so. Da muss man büßen, da muss richtig unangenehm sein, sonst wirkt das nicht. Ja, kann ja gleich mit meiner Mutter in Urlaub fahren. mal ehrlich jetzt. Letztes Jahr, ich pilger mit meiner Mutter durch die Kathedrale in Palma. Siehste? Sie nun mit so einem Wickeltuch. Ja. Da ist ja wohl nichts bei. Ich mit Flipflops und dennoch. Und wahrscheinlich noch eine Zigarette im Mund, ne? Ja, hab ich ja gleich nach dem Eingang in so ein kleines Wasserbecken ausgemacht. Und dann sind sie rausgeschmissen. Ja, Bruder. Vis-à-vis. So ist das Leben. So viel zum Pilgern. Also, ihr habt da überhaupt gar keinen Sinn für sowas. Pilgern ist Wellness für die Seele. Innere Auskehr. Also ich würde sie auch selber machen, wenn dies viele Larven nicht wäre. Und wenn es ein bisschen mehr Unterhaltung gäbe. Du, und so richtig schön shoppen kannst du auch nicht. Ach, du meinst meine schöne Tasche oder Marken-T-Shirt, Designer-Uhr oder meine Sonnenbrille. Kostet ja auch nicht viel. Oder Lederwaren, kriegst du da ja hinterhergeschmissen. Ja. Cabrines mit so Strass drauf, da habe ich mir letztes Jahr 3 geholt. Ist gut. Markendüfte, Runde gesetzt, hier die. Hallo. Ach, wie heißt das? Worüber redest du überhaupt? Ja, worüber? Du hast doch angefangen mit Pegern. Also Leute, nun mal immer schön easy bleiben. Also. Was macht dein Rätsel denn, Franz? Ich brauche noch Abkürzung für Deutsche Rundfunkanstalt mit 3 Buchstaben. UKW. Jawohl. Was gibt's Neues? Ja, guck mal, in diese Digicam sind mindestens für 5.000 Euro Fotos und auch kleinere Videos drin. Also Udo, in Zeiten von Internet muss man doch für solche Bilder nichts mehr bezahlen. Also allein schon, ich kriege doch das Geld. Das sind doch meine Bildleser-Reporter-Fotos. Die schicke ich jetzt ein Stück an ein Bild und dann sollst du mal sehen. Und was ist denn da drauf? Ja, hier erstmal Promis. Ah ja. Hier die Mutter von Norman von 9 Live. Hier von meiner Mutter gegenüber. Oh, was hat sie denn da in der Hand? Ist das ein Altkleidersack? Ja, den stellt sie in Bademantel vor der Haustür. Das ist doch emotional. Ja, ich bin auch schon ganz gerührt, du. Und was ist das da auf dem nächsten Bild? Ja, das ist mein Oberhammer. Das ist Costa Cordalis. Nachts an der Tanke. Ah. Durch die Scheibe aufgenommen. Er kauft gerade Red Bull und Bifirol. Also da sehe ich schon eine Schlagzeile. Also Udo, das erkennt man ja gar nicht richtig. Und dennoch von hinten, das kann ja jeder sein. Also das ist ja wohl nur eindeutig Costa Cordalis. Also wirklich, allein wie er die Dose hält. Ja, wie willst du das denn beweisen? Wie wollen die mir denn das Gegenteil beweisen? Also Udo, ich glaube, da sagst du was. Wenn die dir da wirklich was für zahlen, dann kannst du deine Promi-Fotos ja auch hier machen. So ein schwummeriges Licht. Ja, meinst du, durch die Scheibe hat Frank doch was von Helmut Schmidt von hinten, ne? Allein der Stock jetzt schon, ne? Ja, dann will ich aber was abhaben von dem Geld. So geht das nicht hier. Ja, so mit dem Rücken an der Theke, ich vielleicht als Bonnie Tyler. Du, das höre ich öfter, dass ich so rüberkomme. Und wenn du mich fragst, geh euch als Mel, hier von Judith und Mel. Was macht man nicht alles für Geld, ne? Ja, nun stell dir das mal vor. Seite 1, Bild fragt, was machen Helmut Schmidt und Mel von Judith und Mel mit Bonnie Tyler in die Stehbistro? Also Udo? Ja. Du machst noch Karriere als Pepperozzi. Einmalig. Siehst? Ha,
Vorher noch schnell dein Rätsel, Franz. Ich brauche noch Ruf des Esels. Ja, was haben die für einen Ruf? Ich meine, die sind störrisch, ne? Was gibt's Neues? Ja, meine Mutter will sich jetzt ja pendeln lassen ins Schlafzimmer. Also sowas? Also Udo, ich hab gar nichts gehört. Was soll der denn nur wieder? Also. Nein, das ist Esoterik. Der stellt er mit so einem Gerät fest, ob meine Mutter Strahlungen im Bett hat, weil sie wird nachts ja immer wach. Ja, weil du da wieder zum Kühlschrank taperst. Nein, der Typ hat schon gesagt, da ist was mit. Ja. So ein Haus, da sind so mediterrane. Ach so. Da muss jetzt so eine esoterische Tierpfeife unter und dann geht das wieder. Siehste, und genau das ist auch diesem Mario von meiner Schwester passiert. Der war ja Kurier für eine Baufirma. Ja. Und die wollten eine Wohnung verkaufen. Ach nein. Ja, die stand 2 Jahre leer. Dann sagten sie, da ist was mit. Mhm. Da wären so komische Nazi-Geister im Keller oder so. Siehst? Dann kam da so ein Schamone aus Tschechien mit so einer kleinen Spüliflasche. Nee, ne. Du, mit Spüli kriegst du das doch gar nicht weg. Also allein schon. Nein, so Zauberspüli. Ah. Und so ein Fensterwischer. Und der wollte mal im Keller so eine Geisterreinigung machen. Lass mich raten, gegen Vorkasse? 2.500 Euro. Nun warte, er denn also allein in den Keller rein, über Nacht. Alle anderen mussten draußen bleiben. Das wollte er nämlich nicht haben. Dann sprühte er da drin so rum und nun... Was nun? Ja, nun nach weiteren 6 Monaten hatten sie die Wohnung verkauft. Glaubst du oder glaubst nicht? Ja, im Seniorenblatt gab's auch immer so eine Werbung von so einer Frau. Ich bespreche Watzen und Gürtelarthrose. Was willst du mit der denn besprechen? Das ist ja langweilig. Nein, nein. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Hölle, denen man in unsere, also von der Grundschule in Traum noch nicht begegnet war. Das hat Alfred Einstein gesagt. Hör dir mal zu. Hab ich mal eine Glamour gelesen. Ah, dann weiß ich Bescheid. Ne? Was macht deine Rätsel, Franz? Also. Ich brauche noch Sommergetränk mit 6 Buchstaben. Wodka O. Jawohl. Ich nehme auch rein. Milch und Zucker nimmt ihr selber, ne? Sag mal, habt ihr auch so ein Frühlingsrabbel? Wie jetzt? Was? Ich hab schon meine Fenster geputzt, wenn du Color neu, die Balkonkästen wieder schier, Sitzauflagen aus dem Keller und schön mit Febreze. Ja, jetzt muss ich noch irgendwas Schönes für draußen kaufen. Ja, was können wir mal kaufen? Ach, was weiß ich, so eine Schnecke, aber als Blumentopf zum Beispiel. Ja, nee. Krüde ginge auch. Nee, ja, Süß. Aber anders. Also im Baumarkt habe ich so eine solarbetriebene Leuchtamphore gesehen. Die ist aus Dekogründen an einer Stelle kaputt. Ja. Da kannst du was reinpflanzen. Und wo so vorne so eine Öffnung ist, da steckt so eine Taschenlampe drin. Antik und alles mit Solar. Also so mehr. Puh, wenn das für euch Frühling ist, muss jeder selber wissen. Ja. Für mich ist Frühling, ja, wenn die Geräuschbelästigung spürbar zunimmt. Die Fakten sind erstens Kinderlärm, zweitens unnötiges Gequakel auf der Balkone und drittens verstärktes Vögelgeschrei. Es stimmt, die Leute lassen jetzt nachts wieder die Fenster auf, ne? Oh, Sünde, Udo, sag mal, hast du Selbstbräune im Gesicht? Wie jetzt? Also, das... Ja, lach noch mal, dann sieht man das. Ja, was jetzt? Ja, wenn du denn so deine Haarfrisur so hochziehst beim Lachen, dann sieht das ja schlimm aus. Du hast ja überall orange Ränder. Also, erstens sieht das ganz natürlich aus und zweitens, es ist Frühling und da will ich auch ein bisschen frisch aussehen. Ja, aber warum zieht das denn nicht so richtig ein bei dir in den Kopf? Also, das kann ich euch... Nee, jetzt lass ihn mal. Ja, das ist, weil ich Hornhaut an Kopf hab. Das ist dann Problem. Mit Selbstbräune. Ja, wie kriegt denn eine Hornhaut an Kopf? Ja, er macht viel Kopfarbeit. Ja, nee, das ist gar nicht witzig. Das ist erblich bedingt. Ah. Meine Mutter hat das an den Füßen, ah, ja, zum Beispiel. Bis hierhin schönen Dank, Herr Udo. Was macht denn der Rissel, Franz? Ich brauche noch verheiratetes Paar mit E. Effenbergs? Mich und sogar nehmt ihr selber, ne? Leute, ich brauch mal eure Hilfe. Wo geht man heute Abend hin? 20 Mai? Bist du nicht im Midnight? Naja, jetzt in der Krise muss vergleichen. Da gibt's ja verschiedene Angebote. Ah. Also in Midnight ist Freuro Party mit DJ Bacardi und Magic Friedel als Mai-Kick-Off. Guck an. Jeder Drink 1 Euro. Ja, aber da muss ein Minirock anhaben, nicht? Oder was war da? Nein, das ist im Fancy. Ja, Minirock und Dirty Dancing vom Dancehard Power Team mit MC Alpha und Dr. Flo im Fancy. Alle Girls im Minirock bis 0 Uhr, Drinks for free. Ja, musst du dir mal ausrechnen. Ja, oder eben zur 50-Cent-Party. Wo ist das noch? Im Wagenrad, 50-Cent-Party XXL, meine ich, jeder Drink 50 Cent. Ja, genau, steht hier ja auch. Mai-Tanz mit Ingo. Nur mit Ingo? Wer ist das denn? Franz, das ist der DJ.
Der heißt aber nur Ingo und nicht DJ Ingo. Allein schon, nur Ingo. Ich meine, das ist ja nix. Man will ja mal richtig abzappeln, da brauchst du einen Profi für. Ja, du und abzappeln, du. Also ehrlich. Arsch raus, Brust rein und dann, als wenn du mit deinen Schwimmfüßen Feuer austrampelst. Also. Wieso brennt das da auf der Tanzfläche? Hallo, ich hab ja sogar schon mal in Urlaub bei dem Minidisco mitgemacht. Sieh. Also tanzen und alles hierzu. Ja. Agadu-du-du. Kannst du meine Mutter fragen? Die hat das gefilmt. Auf hier. Ja, Super 8 damals, ne? Nee, hier, Digicam. Ist ja auch erst 2 Jahre her. Egal. Oh. Gehen wir denn jetzt ins Midnight? Steffi, wann ist los? Also Udo, ich weiß es noch nicht. B, ob Midnight... Du hast ja nicht mehr A gesagt. Also A, ich weiß es noch nicht. B, ob Midnight. Und C, was bist du denn nun wieder? Also. Ja, er hält ihr die Typen vom Leib. Also. Was brauchst du, Franz? Ich brauch noch Tiermund. Schnauze. Was? Wie tu ich denn? Was gibt's Neues? Ja, was gibt's Neues? Das ist jetzt erstmal Muttertag. Ist jetzt ja erstmal und da bin ich ja schon voll in der Vorbereitung drin. Also mittendrin. Also unsere Mutter kriegt früh einen Gutschein zum Muttertag. Einmal Dachrinne auskratzen, dann musste sie das nicht. Ja, oder wenn man anderseitig verhindert ist, so eine Blumen-SMS mit HDGDL und so ein Blumenmotiv, gibt's ja bei Freenet alles für umsonst. Ja, das ist mir alles zu billig. Ich denk über ein Muttertagskonzert mit Semino Rossi nach. Ah, Udo, Semino. Er singt denn ja mit seiner Mutter auf der Bühne hier 1000 Rosen für dich. Ja, Muttertag ist für mich Event. Das geht schon mal los mit schönem gemeinsamen Frühstück. Oh, süß. Ja, das kann sie denn ganz nach ihrem Geschmack gestalten. Ah, du hast dir doch sonst immer selbstgemalte Bilder geschenkt. Oder macht man das nicht mehr ab Mitte 40? Du brauchst gar nicht immer so. Ja, lass ihn mal, Georg. Immer diesen, ist es so. Zu Vögel in Sonnenuntergang, wie machst du das noch immer? Ja, du machst einfach eine gelbe Halbkugel so auf den Strich. Ah, und ein ja. Blau und dann schreibst du an das Gelbe so Dreien rein. Also nur, dass die denn so liegen. Also Vögel. Sehr romantisch. Ich krieg Gänsehaut im Gesicht, du. Ach komm, Udo, gar nicht ignorieren. Siehst? Wie geht das weiter denn bei euch an Sonntag? Ja, mittags nehme ich mir dann auch noch wieder Zeit für sie. Denn kocht sie was Schönes für uns. Ah. Und du, da red ich hier denn auch gar nicht rein. Ja, und was ist nun mit diesem Semino Rossi-Konzert? Ja, das ist abends auf dem Mitteldeutschen. Alles Gute zum Muttertag mit Semino, die Geschwister Hoffmann, die Zipfelbuben und. Dann mache ich ihr das an. Und zieh mich leise zurück. Also wirklich, einmalig. Weil, ne? Letztlich ist ja jeder Tag Muttertag. So sollte es auf jeden Fall sein. Ja. Ja, aber du meinst es nicht Muttertag, sondern jeder Tag ist Tag mit Muttern. Ja. Ich brauch noch sehr kleines Teilchen. Mit 4 Buchstaben. Hier, Mini. Jawohl! Was gibt's Neues? Ja, ich soll zum Grillen. Nur wer lädt dich denn ein? Georg, nun lass ihn doch mal. Du bist aber auch immer gleich so... Was? Wer lädt dich denn ein, Udo? Also, das von meinem Saunaclub. Absaunen und angrillen. Und da wollte ich jetzt mal ein paar Soßen mitbringen, weil Fleisch ist ja immer da. Ja, was hast du denn für Soßen? Ja, so aus dem Glas. Barbecue, Schaschlik. Knobi. Knobi, genau. Denn Jalapeno, das ist so eine mexikanische Geschichte. Ja. Und Mango, wie heißt das? Chani. Ja, genau. Die hatte ich nun schon letztes Jahr auf und nun wollte ich dich mal fragen, ob man die noch nehmen kann. Ja, kommt dir drauf an, was da draufsteht. Dich habe ich ja gar nicht gefragt. Puh, ich weiß sowieso nicht, was diesen ganzen Soßenklimbim soll. Ja. Eine Soße reicht und wenn sie schmeckt, dann bleibt man auch dabei. Du, letztes Mal beim Abgrillen macht Timo noch eine neue Soße auf. Ich sag, du kannst doch keine neue Soße mehr aufmachen beim Abgrillen, Timo. Ach, dann meinst du, sonst halten die sich nicht mehr? Ja, kommt dir drauf an, was draufsteht. Dich habe ich ja gar nicht gefragt. Udo, was? Das hast du ihm doch eben schon mal gesagt. Ja, dann hab ich das ja irgendwo auch schon so mal gemeint. Was hast du gemeint? Also ich meine, sie haben mal gesagt, nach dem Öffnen hält sich so eine Soße mehrere Monate. Ja, nu, meinst du jetzt mehrere Monate im Sinne von wenige Jahre? Guck. Er will da mit Sondermüll zum Grillen gehen, der Geizkragen. Ja, mein Neuch hat Günther Jauch in Stern-TV 40 Jahre alte Makrelen gefressen. Also aus der Dose jetzt. Und hat überlebt. Siehste? So, jetzt will ich euch mal was sagen. Eure ganzen Schickimicki-Soßen sind dieselbe Säure, womit sie auf den Flughäfen die Landebahn enteisen. Bloß, dass da Ketchup drin ist. Kannst nachgucken. Aber mich fragt ja keiner. Das tut ja auch keiner. Kann ja trotzdem gut schmecken. Was macht denn Rätsel Franz?
Ich brauche noch Käsestadt in Italien, vorne mit P und A. Ah, hier, Parmesan. Was gibt's Neues? Du, ich war gestern beim Einkaufen und dann, Moinsen. Hallo, Udo. Moin, moin. Na, wie ist es? Warte mal eben, Udo. Ich erzähl gerade eine Story. Also, du warst beim Einkaufen. Ach so, ja. Also, ich beim Einkaufen und dann, Sag mal, Steffi, warst du beim Friseur? Ja. Entschuldigung, Georg. Also, sieht man das, Udo? So frühlingsfrisch, bisschen blonder. Du und man erkennt nicht, dass es eine Welle ist, ne? Also, wenn mir hier keiner zuhören will, ich kann es auch lassen. Mein, so wichtig ist es auch nicht. Nein, Georg, wir hören jetzt zu. Nur erzähl mal. Ja, wo war ich nur stehen geblieben? 59,90 also, mit Strähnchen. Ich, Kannst nichts von sagen. Mach weiter, Georg. Ich greif mir so einen Eierkarton, mach den auf. Und, früher, da sagten wir, wenn du Glatze hast, dann kannst du dich mit einem Schwamm frisieren. Das kostet keinen Friseur. Also jetzt reicht es mir. Entschuldigung, Georg. Nur erzähl mal deine Story. Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ah, jetzt ist er beleidigt. Sorry, Georg. Was war denn so doll im Supermarkt? Ja, genau. Nun sollen wir ganz ruhig und erzähl einfach mal. Also, ich mach so einen Eierkarton auf. Ja. Und dann kleben da teilweise noch Federn dran. Ja. Ja, ich meine, das nimmt überhand. Ja. Ja. Und nu? Ja, nix und nu, ich meine ja nur. Ach, und das ist nur deine tolle Story, oder was? Ich habe überhaupt nicht behauptet, dass da was Besonderes wäre. Also so ein Gewiese, um so einen Scheiß, allein schon. Ja, ich hab schon. Doch überhaupt gar nichts gesagt. Nix ist nämlich, und dennoch noch beleidigt sein. Also ehrlich, Georg, das muss ich jetzt einfach auch mal sagen. Also manchmal bist du wirklich auf der genau liegenden Spur. Also Ball jetzt mal flach halten. Was? Nächste Frage, Franz. Ich brauche noch Augenflüssigkeit mit 7 Buchstaben vorne T und R. Tropfen. Jawohl. Was machen Sie denn jetzt eigentlich? Ja, Moment, kann gleich losgehen. Ich spüle hier noch so ein paar Joghurtbecher aus, ne? Ja. Ja. Aha, und was machen Sie damit denn? Ja, Müll. Oder wollen Sie da mit Essensresten, Ratten oder sonst was ein Ungeziefer anlocken, was? Mhm. Ja, die bauen sich da Nester und nageln sich sonst wohin. Ja, also, klar. Ne, klar. Was? Ja. Mhm. Ich baue da mal auf, ne? Sagen Sie mal, zapfen Sie da mal einen Strom an. Also mein Name. Ach so, darf ich mal kurz meinen Ersatzakku bei Ihnen aufladen? Ja, was verbraucht der denn? Uff, der verbraucht nicht viel. Ja, das sagen alle. Haben Sie da keine Unterlagen von? Das ist ja wieder typisch, dann kaufen sie sich solche Geräte und das ganze Papierkram landet dann in irgendeine Schublade, wo man das nachgucken kann. Was? Gut, ja, dann nicht. Ja, also. Ja, okay. Wollen Sie einen Schluck Wasser? Fand also, das alle. Wir können jetzt anfangen. Also, ich ja, so was, wollen Sie einen Schluck Wasser oder nicht? Nee, vielen Dank. Ja. 1, 2, Test, Interview, 1, 2, 3, Test. Herr Ahlers, man weiß so wenig über Sie. Wie verbringen Sie denn Ihre Freizeit in den eigenen vier Wänden? Wie, was, wie jetzt? Ihre Hobbys, die Asse der Freizeit. Was? Ja, wie gesagt, ich habe hier meine Joghurtbecher und dann Konservendosen spüle ich auch aus. Haben Sie ja jetzt nicht mitgekriegt, ne? Ja, meine Wohnung ist ja dann auch ganz übersichtlich. Also das sind Wohnküche und Schlafzimmer? Ja, jetzt sind wir allerdings in der Küche. Ja. Manchmal wechsle ich dann noch ins Schlafzimmer, also auch tagsüber. Da ist ein Fenster zur Straße raus. Wenn da mal was ist, dann rufe ich an beim Ordnungsamt oder bei der Polizei. Hab ja kabellos. Kann ich denn im Notfall auch von Bürgersteig aus telefonieren. Und wenn mal so ein Kennzeichen zu undeutlich ist oder was weiß ich, ne? Ich kriege die Zeit schon rum. Den Morgen verbringen Sie im Schlemmerbistro. Besteht da so etwas wie eine Freundschaft? Boah, Freundschaft. Ich meine, das ist ja eher wie so eine Familie, ne? Ah, ja. Ja, Familie kannst du ja auch nicht aussuchen. Insofern, ich meine, Udo ist eine Marke, ne? Und Steffi hat ja immer die Zeitung, insofern spart er doch Kosten, ne? Ja, und dann Opa Gerke. Und da bleibt sich unbenommen, insofern, ne? Ja, und sonst? So muss ja, ne? Ich wollte gerade sagen. Ja, darf ich ja, ne? Ja. Aber so gesehen, nützt ja nichts. Ja, aber der Morgen im Bistro, was macht das mit Ihnen? Ja, nun, man ist in Gesellschaft, ne? Ich kenne die ja auch schon länger alle. Habe Steffi damals schon bei der Post kennengelernt, da war ich ja bei der Paketausgabe. Und dann hat sie damals immer schon zu viel bestellt. Zweimal die Woche kamen mehrere Pakete von Quelle, Bade und wie das alles heißt. Ja, und dann hat sie die Sachen in der Post hinter der Schließfächer anprobiert.
Und wenn sie das nicht mochte, dann flirtete sie mich so an, ne? Kennst du ja, ne? Von wegen, geh euch mit den Leuten, ne? Und dann, ja, kannst du bitte Annahmeverweigerung draus machen und so weiter und dann da wieder zukleben und also. Ja. Die Zeit wird jetzt doch ein bisschen knapp. Vielleicht noch ein letzter Versuch. Was war denn damals los mit Udos Lottoladen? Also, ich weiß, Sie dürfen oder Sie wollen nicht. Wieso? Nein, nein. Er hat sich ja einmal bei unserem Sparklub-Essen verplappert. Stichwort Kornliftbowle, ich weiß Bescheid. Ach. Aber tut doch nichts zur Sache. Er hatte auf jeden Fall die Wohnung über seinen Lottoladen. Mhm. Und dann hatte er ein Wasserrohr aufgeschraubt und wollte da wohl so ein T-Stück einbauen und in sein Badezimmer umleiten oder was. Also vor einem Wasserzähler. Ja, können Sie mir folgen? Ja. Und dann ist er ja so Hanf dran, ne, um das Gewinde. Also so eine Dichtung. Ja, und dann dachte er, das wären Haare aus der Dusche. Weiß Bescheid. Wie sollen die da reinkommen? Ja, also so viel zu seinem Sachverstand. Und dann hat er die rausgepult und dann alles wieder zusammengeschraubt. Meine Güte. Und dann in seine Wohnung über Nacht, wo so ungefähr 10.000 Liter Wasser, ne? Ja, also dann haben sie geschätzt. Weil bei der Wasseruhr kam mir nichts an. Verstehst du? Ja. Auf jeden Fall, also Wohnung total versaut, der Lottoladen da drunter so richtig versaut, Laden dicht. Und Udo sagt, das war er nicht. Ja, das war schon. Und dann hat sich seine Mutter diesen Versicherungsgutachter vorgeknüpft, also mit den Waffen einer Frau. Verstehst du? Ja, und dann, also auf jeden Fall konnte sie Udo dann wohl nicht nachweisen, ne? Ach, also das ist ja... Das sind ja... Hier, ich glaube, hier ist alle. Sag mal, mit wem redest du da eigentlich die ganze Zeit? Moment mal, das war doch... Nee. Also, nein. War das nicht? Nein. Georg. Nein. Was gibt's Neues? Ja. 1,5 Liter River Cooler, 29 Cent. Das ist der Hammer. Ja. Früher hat ja die Dose 37 Pfennig gekostet. Rechne das mal hoch. Gut, wenn du mich fragst, Billig Cola schmeckt wieso nur aus der Dose und eiskalt. Und diese riesen Plastikpullen, die kriegst du ja nicht mal in den Kühlschrank. Ja, hinlegen kannst du nicht, dann kriegst du die Tür nicht zu. Ja, weiß Bescheid. Und in die Tür kannst du auch nicht reinstellen, weil sie nicht unter den Regalen mit den Stegsoßen reinpassen. Ja, dann mach es doch höher. Da sind ja die Eier. Ja, sag ich ja. Ja, was sagst du denn? Ich sag, ich bin für die Tupper-Cola-Dose zum Wiederverschließen. Denn kannst seine 1,5 Liter auf 5 Dosen Cola-Dosen umfüllen. Ja, will ich nicht sagen. Und dann schmeckt das auch wieder. Ja, jetzt gibt das ja auch Prosecco aus der Dose. Habe ich eben neu getrunken. Schmeckt auch. Guck. Aber hallo. Und nun stell dir mal diesen Sekt in eine 1,5 Liter Plastikflasche vor. Ja. Das schmeckt ja gar nicht. Kriegst ja nicht kalt gestellt. Obwohl, 1,5 Liter Prosecco, auch für 29 Cent, das wäre schon Hammer, wenn es das gäbe. Oh, es ist ja immer die Frage, was weiß ich, was aus was am besten schmeckt. Also, was? Der Brause schmeckt ja nur aus der Dose. Oder Glas. Ja, aber nicht aus dem Becher. Aus dem Becher geht Kaffee mit Milch, meinetwegen auch aus dem Glas. Aber nur Milch, auch direkt aus der Tüte. Kaffee nicht. Ja, aber Capri-Sonne zum Beispiel schmeckt nur aus der Tüte. Ja, aber nur Milch geht aus alles. Das ist ein Allrounder. Ja, aber hast du mal Milch aus der Dose getrunken? Schmeckt ja gar nicht. Oh, Weißbier auch nicht. Weißbier schmeckt auch nur aus dem Glas. Und aus dem Bauchnabel, sagen sie. Was? Wer sagt das denn? Ja, und Pilz schmeckt aus dem Glas, aus der Dose und aus der Flasche. Wenn es sowieso schon Flaschenbier ist. Ja. Also... Sonst wär's zu umständlich. Schön gesehen, Udo. Was macht der Rätsel, Franz? Ich brauch noch Schalterstellung mit 3. Ach, Franz, was hast du denn wieder für ein Schweinkram? Was gibt's Neues? Ja, glaubst du oder glaubst nicht, das gibt jetzt einen Orang-Utang, der kann pfeifen. Was du meinst, ist ein Orang-Utang. Orang-Utang! Nee, das beide Male mit Hink, also Orang-Utang, meine ich. Das heißt Orang-Utang! Udo! Ja! Orang-Utang heißt das! Auf jeden Fall gibt das jetzt in so einen Zoo so einen Affen, der pfeifen kann und das soll jetzt als CD rauskommen. Was? Oh, süß. Was pfeift der denn? Ja, so Lieder. Er soll ja besser sein wie die Scorpions und Ilse Werner. Ach, und jetzt pfeift der Orang-Utang, was weiß ich, Wind of Change? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht ja auch dieses Unterberglied. Das tut ja auch gar nichts zur Sache als solches.
Also ich kaufe mir noch keine CD, wo ich die Lieder nicht mache. Und wenn da 10 Orang-Utans an Pfeifen sind, ich meine, es muss ja schon, also, sonst kannst du ja auch auf CD pfeifen. Er kann doch gar nicht pfeifen mit seinen Tellerlippen. Natürlich kann ich pfeifen. Ja, dann pfeif doch mal. Allein schon. Ja, lass mal was hören. Also jetzt so spontan. Ja, mal. Dann müsste ich mich ja erst mal einpfeifen. Ja, komm mal. Ja. Du, er kann es nicht. Also, lass ihn doch mal. Also, wir hören. Aha. Ich hab Mundtrockenheit. Guck, er kann es nicht. Ja, ich muss ja wohl auch nicht pfeifen, wenn es... Also, das geht jetzt ja hier um den Affen. Der muss ja vernünftig pfeifen, wenn der Zoo das rausbringen will. Das meine ich aber auch. Ich mache ja auch keine CD mit Roggi, wo er pfeift, oder... Puh, der kann doch sowieso nichts. Wie bitte? Ja, was kann er denn? Er erkennt zum Beispiel Schmierkäse. Aha. Ja, auch im Dunkeln. Ja, mach das mal nach, ne, Roggi? Ich häng das nur nicht so eine große Glocke, wie die da mit ihren Affen. Ja, da kann der Affe ja nix für, wenn sie ihn so hochpuschen. Wieso? Er hat doch mit dem Pfeifen selber angefangen. Ja, Udo, so gesehen kannst nix machen. Also. Was macht denn dein Rätsel, Franz? Ich brauch noch Flüssigkeit aufnehmen. Mit 7 Buchstaben. Freuden? Jawohl. Du, Steffi, sind die mit Brötchen von Schwein? Ich meine ja, aber es ist unbedenklich, sagen sie. Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Was gibt's Neues? Ja, die Schweinegrippe ist schon so ein Thema, also... Du, da sagst du was. Ich hab das vorhin mal gegoogelt. Das ist berühmter wie Klinsi, also von der Einträge her. Ja, was hast du denn da zu googeln? Ist das so ein Laptop? Das ist mein Schlebi, sagt man jetzt. Brauchst du mir nicht sagen. Ja, hat Timo mir gemacht. Jetzt kann ich auch auf Arbeit im Internet und mein eBay beobachten und googeln. Ah. Ja. Steffi zum Beispiel, habe ich mir aufgeschrieben, da gibt das bei Google 5.370.000 Sachen zu. Damit bin ich 4 Millionen berühmter wie Schweinegrippe. Ja, gib mal Udo ein. Ja, warte mal. U, du, das ist 10 Millionen Einträge. Ja, bin ich berühmter wie du. Ah. Schau mal, seid ihr bekloppt? Ja, stimmt. Wenn man nur den Vornamen eingibt, dann kann er der jeder sein. Gib mal Georg ein. Hm. 47 Millionen. Siehste? Georg. Du musst Vorname mit Nachname eingeben, sonst kannst du das ja gar nicht seriös vergleichen. Was weiß ich, ob Andrea Berg jetzt berühmter ist wie Schweinegrippe. Andrea Berg, warte mal. 739.000 Einträge. Das ist weniger wie Schweinegrippe. Hätte ich nicht gedacht. Ah. Gib mal Johannes B. Kerner ein. 411.000. Du, Kerner ist weniger berühmt wie Schweinegrippe und Andrea Berg. Bei Pilawa hatte ich auch schon mal geguckt, das war auch nicht so doll. Also lässt sich sagen, Andrea Berg ist berühmter wie Kerner und Pilawa zusammen. Ja, aber nicht wie Schweinegrippe und Mikrofaser auch mehr. Als wie Schweinegrippe? Nee, mehr als wie Kerner und Pilawa zusammen. Kannst ja mehrere Sachen eingeben. Du, Steffi? Ja? Dann mach mal Rentner, 33 Kilo Propan, Explosion und Gartenlaube. Also fremdst du nur wieder. Oh, Mann. Ist nix. Keine Einträge. Was soll das überhaupt? Ja, ne, denn ist gut. Ah, ja. Ich brauch noch englisches Bindewort. Always. Steffi, mach's mir heute mal ein Marmeladenbrötchen. Ich krieg Gicht von diesem Mett, sagt der Arzt. Ja, muss ich erst schmieren. Milch und Zucker nimmt ihr selber, ne? Verdammt nochmal. Ich krieg den Kram schon wieder nicht raus. Was denn nun wieder? Ja, diese Sorte Marmeladengläser, die sind so komisch geformt, kriegst mit dem Messer der Reste nicht raus. Ja, das kenne ich. Ich gehe da immer mit so einem Gummischaber bei. Also ihr nur, dann messt ein bisschen Milch rein, schön schütteln, dann hast du einen Erdbeerschick. Allein schon. Ja, wie das denn nun mal was mit meinem Brötchen da? Ja, Franz, dann muss ich ein neues Glas aufmachen. Ich weiß auch gar nicht, warum sie so einen Kram überhaupt herstellen. Ja, damit du schneller was Neues kaufst. Kannst nehmen, was du willst. Ja. Diesen Ketchup, den stelle ich schon immer auf den Kopf in die Kühlschranktür. Ja. Bloß beim Aufmachen bei dem um. Ja, du musst ihn mit volle Safttüten stützen. Ich kaufe ja manchmal Saft nur als Stützsaft. Also als Stütztüten. Ah, nee, ist klar. Manchmal auch Eistee, die sind noch höher. Ja, nur ist dieses Tetra-Pack ja aber auch ein Problem. Nimm mal Vanillesoße. Kriegst du den Rest ja auch nie raus. Du, Steffi. Lass grad mal, Franz. Ja, oder Joghurt in so ein Tetra-Pack oder diesen Tomatenbrei. Muss aufschneiden. Oder da bleibt was drin. Ja, ich saug das aus. Jetzt Hollandaise. Soße sauge ich direkt aus der Packung, wenn mir denn noch ist. Ah, also Udo, wirklich. Ihr lasst euch verarschen und schmeißt dann alles weg. Ich sag dir was,
Tum zum Beispiel. Oh, Tum, die roll ich vorn wegschmeißen, ganz stramm mit der Flachzange auf. Was meinst du, was da noch rauskommt? Ja, gib mir eine von deinen Wickeltum, da saug ich immer noch was raus. Zahnpasta, Senf, Remoulade, alle da aussaugen. Mensch, Udo. Du kommst ja nicht anders ran an der Resse. Neulich habe ich ein Lachsbrötchen gehabt. Was? Fans. Da denke ich noch schön Sahne mehr redig drauf, da sauge ich noch was von aus der leere Tube und schmier es quasi mit der Zunge. Also jetzt ist aber mal Feierabend aufs hier. Brötchen. Schluss jetzt. Aus, Rocky. Was brauchst du noch, Franz? Marmeladenbrötchen, ihr Säcke! Du, wo ist Udo denn? Ja, wo ist der eigentlich? Ich mach mir Sorgen. Ja, er wollte doch mit seinem Saunaclub in den Reisebus auf Vatertagstour in Sauerland. Dann liegt er wohl noch in Sauer. Nein, er wollte abends wieder zu Hause sein wegen Finale von Topmodel. Hallo? Udo, Mensch, wo bist du denn? In Unterhose? Ja. Nein. Ja, was ist denn? Er ist in Unterhose in Unterholz aufgewacht, an so einem Rastplatz. Ja, weiß ich, Udo. Ich spreche gerade mit Georg. Bist du denn noch in Sauerland? Was ist denn? Er weiß es nicht. Das Letzte, was er weiß, ist, dass einer gerufen hat, alle Mann im Bus. Ja, und was macht er da nun? Ja, Udo, was machst du denn nun? Er sagt, er weiß es nicht. Ah, oh, Udo, wo sind denn deine Sachen? Ja, wo ist deine Hose denn? Und deine Hose? Ja, und das andere alle? Und das andere alle? Er sagt, die hatte er schon vorher aus. Mensch, Udo, die ist im Bus zum Trocknen? Die Hose ist im Bus zum Trocknen. Er war wohl zwischenzeitlich irgendwo von Tretboot gefallen. Was sagst du? Ja, was sagt er denn? Er sagt, das tut nichts zur Sache. Du, Udo, ich find's aber gut, dass du wenigstens anrufst. Mensch, wir dachten ja schon. Ja, was dachten wir wohl? Sonst was dachten wir? Ja, ich hol ihn nicht ab. Ja, aber er ist ja ein ADAC. Du sollst einen ADAC anrufen. Die machen sowas mit Reisepanne und so, ne? Weißt Bescheid? Nein, wir denken alle an dich. Das wird schon. Ich brauch noch... Oder warte mal. Ich brauch noch Fleischdelikatesse mit Ghee. Gesichtswurst? Nein, nicht du, Udo. Jawohl. Tschüssi. Was gibt's Neues? Du, Steffi, ganz dringend mal. Ja, mein Udo. Hast du ein bisschen Wurstwasser für mich? Wie bitte? Wurstwasser? Ja, ich hab zu Hause noch 4 Wiener in Glas, weil ich schon 2 gegessen hab. Nur hab ich kein Wurstwasser mehr und die Würste vertrocknen in Glas. Oh, Udo, du darfst das Wurstwasser nicht wegkippen. So eine Wurst überlebt nur in Wasser, wie so ein Frivilli. Und Leitungswasser kannst du nicht nehmen, das schmeckt dir nicht. Deswegen will ich ja Wurstwasser. Ja, die Würstchen, die du bei einem Schlachter kaufst, die brauchen gar kein Wasser. Die liegen da an Land und machst dann den Topf mit Leitungswasser fertig und das schmeckt auch. Siehst, ja. Ja. Nur für Wurst aus dem Glas oder aus der Dose. Da brauchst du immer Wurstwasser. Ja, sag ich ja. Ja, ich ja auch. Ja, aber ich hab's ja wohl aufgebracht. Ja, wieso? Das ist ja nichts Neues. Ja, aber wenn du Schlachterwürste in Leitungswasser warm machst, hast du hinterher Wurstwasser und kannst auch in dein Glas machen. Dann hab ich ja noch mehr Würstchen. Wer soll da denn alles fressen? Die Frage ist, wird Wasser zu Wurstwasser, weil da Würste drin sind, um Wurstaroma abstrahlen auf das Wasser? Oder ist das Wurstwasser von vornherein schon Wurstwasser? Ah, du meinst auch ohne Wurst? Ja, eine Wurstfabrik. Dass da kein Wasser reinkommt, sondern sofort Spezialwurstwasser. Ja, es gibt ja auch Gurkenwasser ohne Gurken. Was? Wozu das denn? Du bist auch schon eine Gurke da. Gibt das, wenn man mal irgendwo eine Gurke reinlegen will. Von daher, alles gibt da den Nachfüllpack. Waschpulver, Flüssigseife. Oder Körbe. Und, nur dieses Wurstwasser nicht. Das kriegst nicht nach, dann bringen sie nicht raus. Aber zum Mond fliegen können sie, du. Da sagst du was, Udo, muss ich sagen. Hör auf, du, ne? Ja, was macht denn Rätsel, Franz? Ich brauche noch Fußballmannschaft mit 3 Buchstaben. HSV. Jawohl! Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Du, ich weiß nicht, wie lange noch. Was? Milch und Zucker nimmt ihr selber, ne? Wieso, was ist denn mit dem Mettbrötchen? Hör auf, du, ich hatte ja einen Sonnabend Lebensmittelkontrolle, unangemeldet und in sowas von penibel. Also Steffi, bei dir ist doch alles schier. Was wollen die denn? Ja, das ging los mit der Mettemperatur, die wäre nicht unter 5 Grad. Oh. Jetzt brauche ich bis heute Nachmittag so ein Mettthermometer und alles, sonst machen sie mir den Laden dicht. Ja, das kommt alles von der EU. Das ist die reinste Diktatur. Ja, aber zur Wahl wollen sie einen hinscheuchen. Obwohl man sonntags ja nur auch in andere Sachen eingebunden ist. Du, dann soll ich hier nichts mehr mit Flüssigei machen und sonst was. Das schmeckt ja auch gar nicht. Das mache ich ja auch nur gar nicht. Aber es kommt ja noch viel schlimmer. Ja, was denn nun noch? Du, da steht der Typ im Laden, trinkt meinen Kaffee und dann sagt er wörtlich,
Dieser Hund da kann aber nicht auf den Tresen neben den Brötchen sitzen. Also. Ja, eben. Also. Als wenn Roggi da irgendwas mit den Brötchen macht. Ja, ich frag mich ja, wie er da überhaupt draufkommt mit seinem Übergewicht. Also, Georg, erstens ist das kein Übergewicht, sondern was mit den Drüsen. Und zweitens springt so ein Tier aus dem Stand hier auf den Tresen. Ja, warte mal. Roggi, komm noch hierher, komm noch Udo her. Er springt nicht runter. Ja, runter springen mach er nicht. Das brauchst du gar nicht versuchen. Roggi. Er macht es nicht. Roggi. Er lässt sich ja erst abends runterheben, wenn ich zumach. Nun kommen sie aber heute Nachmittag wieder und dann muss das geregelt sein. Also ich... Ja, da kommt bei der EU raus, dass du nicht mal deinen Hund auf deinen eigenen Tresen sitzen lassen kannst. Also noch leben wir ja wohl in Deutschland. Jawohl. Und dabei will man ja. Ja. Man will ja. Aber dann stecken sie dir nur Knüppel zwischen die Beine. Also, allein schon. Also, ich bräuchte denn noch Sitz im Parlament mit 6 Buchstaben. Udo, mach du mal. Sitz im Parlament? Sessel. Das passt. Stark, Udo. Was gibt's Neues? Ja, was gibt's Neues? Was war denn nun mit deiner zweiten Lebensmittelkontrolle? Der Hund sitzt ja immer noch auf dem Tresen. Welcher Hund? Wie, welcher Hund? Also ich sehe hier keinen Hund. Also Ruger hat gestern auch gesagt, er sieht hier keinen Hund. Wer ist Ruger? Ja, Ruger, der Lebensmittelkontrolleur. Aha. Der kam mir gestern zur Nachkontrolle. Du, dann gucke ich ihn mit so ganz großen Augen an, so von unten nach oben, und frage ihn so ganz hauchig, wie wir das denn jetzt mit dem Hund regeln könnten. Ja. Denn schweigen, dann mache ich den Kopf so schräg nach hinten. Ja. Ja. Spiel so ein bisschen mit den Finger an der Satinblende von meinem V-Ausschnitt von die Sweet Butterfly Shirt von Ricarda. Also das aus Lingerie mit diesen femininen Blütendesign? Ja, aha. Naja, dann lang ich mir so in die Haare, so ganz lasziv. Denn er so grinst, guckt mich an. Welcher Hund? Ich sehe hier keinen Hund. Verstehst du? Wieso, der Hund, der sitzt doch da wie immer. Ja, das muss ich nun aber auch mal sagen. Er sitzt da doch. Naja, auf jeden Fall. Ruge hat hier keinen Hund mehr gesehen. Alles tippitoppi in meinem Laden. Also auch die Ware. Ja, ich denke, du musst dir so ein Fleischthermometer besorgen. Also. Ja, hat Ruge gar nichts mehr von gesagt. Er kommt ja nun vielleicht auch öfters. Also. Zum Nachmessen jetzt. Also, ich finde das unmöglich. Also, allein schon. Ja, es sind die Waffen einer Frau. Ohne dem geht's ja nicht. Habt ihr ja keine Ahnung von. Was macht der Rätsel, Franz? Welches Rätsel? Ich sehe hier gar kein Rätsel. Das schon mal also, mach mal aber in Ernst, ich brauche noch Helfer bei Entscheidungen mit 7 Buchstaben. Helfer bei Entscheidungen? Astro TV. Jawohl! Wisst ihr was? Ja, was? Timo ist schwanger, also seine Freundin. Nein, er ist doch erst 16. Oh, hör auf, du. Meine Schwester ist sowas von fertig. Das ist ja peinlich. Ach. Ja, wegen diesen komischen Namen. Haben die sich ja schon so ausgesucht. Also pass auf, egal was es wird, das Kind soll Sascha Pascal heißen. Moment, auch als Mädchen? Ja, das sind so Unisex-Namen. Also gehen beide für beides. Du musst ja nur unter Umständen noch einen weiteren Namen nehmen, um zu zeigen, was das denn nun genau ist. Also, ja. Der Junge heißt denn offiziell Sascha Pascal Kevin. Ja. Und das Mädchen Sascha Pascal Scarlett. Ja, Scarlett mache ich nun gar nicht so leiden. Also, wenn schon so schickimicki Mädchenname, dann finde ich Amber ganz schön. Was ist denn? Amber? Amber ist auch für Jungs. Witzig, fand Timo auch schick. Also, allein schon. Möchtest du als Mann Amber heißen? Was weiß ich, auf dem Bau und dann rufen sie Amber. Ja. Wo sind die Schalbretter? Amber. Ist ja gut. Du, Udo, ich kannte mal einen, der hieß Gabi, aber der rasierte sich im Gesicht. Glaube mir, Udo. Ja. Glaube mir. Es macht ja sein. Ja, oder stell dir vor, ein Politiker mit Unisex-Namen, das ist auch nicht leicht, was weiß ich. Sandy Adenauer. Udo. Den hätten sie ja nicht für voll genommen, ne? Das wäre ein ganz anderes Deutschland geworden, meine ich. Also Leute, jetzt will ich euch mal was sagen. John Wayne, der hieß in echt mit Vorname Marion. Was? Ich denke Monika. Franz, das ist ja nun ein ganz anderes Thema. Also, er hieß Marion. Also, das glaub ich nicht. Marion, er war doch nun so ein Harden und dann Marion. Ja, kannst du überall nachlesen, das ist Tatsache. Also. Was? Also, auf jeden Fall hätte ich für John Wayne Monika besser wie Marion gefunden. Aber das wäre gar nicht gegangen, ne? Ihr habt es jetzt endlich. Ich brauche noch Ente von Walt Disney mit
10 Buchstaben. Gustav Gans. Ja, der passt. Also mal ehrlich, das Essen auf der Boris-Becker-Hochzeit ist ja richtig Bipromi-mäßig. Wie kommst du da denn auf? Ja, eine Zeitung steht, Rinderfilet, Saibling. Was ist denn? Ja, ich meine, das sind irgendwie so grüne Salatblätter. Und dann noch Sommertrüffel. Sind das so Dinger von Ferrero oder also? Ja, das ist doch peinlich. Und dann, wie gesagt, nur Filet. Ich meine, 3 Sorten Fleisch ist ja wohl Standard bei so einer Hochzeit. Und dann 2 Sorten Wein, trocken oder lieblich. Also mit das Wichtigste bei einer Hochzeit sind ja wohl Kroketten. Weil auf Kroketten freut sich immer. Auch wenn du de Klitschkus bist. Ich sage es ganz ehrlich, wenn das Essen stimmt, dann gebe ich auch gerne mal 50 Euro bei so einer Hochzeit. Du, darum geht das gar nicht. Sag mal, steht da wirklich nichts von Kroketten? In der Zeitung? Udo, es gibt ja nicht mal Eis und Heiß. Also. Da lohnt sich das für ihn ja meist nicht, das Buffet abzufilmen. Ja, und wenn, dann hat er da Leute für. Meinst du das, Georg? Ich meine, wenn er da jetzt wen arrangiert hat, wie, was weiß ich, der Duo Flamingo, dann sind Fotos und Buffetfilm ja heutzutage meist mit drin in so einem Paket. Eine Cola nach dem Tanz hebt die Stimmung und den Schwung. Ja. Auf jeden Fall. Essen schon mal 3 Minus. Und deswegen haben Netze und Gottschalk hier schon abgesagt. Ja, und nun frage ich mich noch, was die da wo für Spiele machen. Oh, also erstmal nach dem Essen, Marschwalzer, denn das Kutscherspiel. Ah ja, dann muss einer als Kutscher immer, wenn sein Name kommt, um Saal laufen und Korn trinken, ne? Nein, der Kutscher darf alles trinken. Nur Korn gibt's beim Schlüpfertanz. War Schlüpfertanz statt mit der Kuhglocke an Schlüpfer? Nein, du meinst die Glocken von Rom, das ist so ein Sketch. Ach, richtig. Aber schlüpfrig, ne? Das wieso, das ist ja immer so. Also, das habe ich schon betrieben gelacht. Ja. Aber ohne Kroketten, da hört für mich der Spaß auf. So gesehen, ja. Na? Was macht dein Rätsel denn, Franz? Ich brauche noch Nervenzentrum. Vorne mit H. Mit H. Heilanstalt? Nee. Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Gib mir mal erstmal ein Glas Wasser. Ich bin heute mit dem Rad da, du. Steht dein Auto immer noch auf diesem Parkplatz in der Stadt? Ja, selbstverständlich. Georg. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Rachen voll Mücken oder was das ist. Also das ist ja eine Plage, man frisst die ja quasi, also so was. Ich muss den Mund zumachen beim Fahrradfahren. Ja, dann kommen sie durch die Nase rein. Das ist ja noch schlimmer, dann kriegen sie von innen den Kopf hoch. Ja, dann heul doch und zieh dir meinen Rock an, Georg Ahlers. 2-3 Mücken, weißt du eigentlich, dass ich 500 Fruchtfliegen und andere Insekten durch den Mund einatme, jede Nacht? Ja. Ja, oder pro Jahr. Meine. Ja, andere denn ja auch. Das ist ja also ekelig. Nein, jeder hat ja nicht meine Saugkraft beim Einatmen. Ja, was willst du mir jetzt damit eigentlich sagen? Bist du da stolz drauf, dass du nachts Insekten schluckst oder was? Ich meine ja nur, meine Poliven machen nachts dicht und dann arbeitet mein Rachen wie so ein Staubsaugerrohr. Ja, guten Appetit. Meinst du, das imponiert mir jetzt? Dann lass sie doch die Polypen rausnehmen. Lass mir nicht. Udo, du musst ja aber auch immer einen draufsetzen. Ja, das sag ich ja. Also. Er schafft 30 Leberwursttoast, er läuft schneller als Rocky und jetzt saugt er jede Nacht 500 Insekten ein. Der tickt doch nicht richtig. Siehst, er glaubt mir nicht. Ja, woher willst du das denn überhaupt wissen, dass du nachts so viele Insekten schluckst? Ich hab das mal gesehen bei Weltwunderwissenschaft oder wie das heißt. Wer mit offenem Mund schläft, saugt an. Ah. Ja, und das kannst du ja hochrechnen bei mir mit meinem Saugdruck. Ja, ist ja gut jetzt. Wegen der Polypen. Ja. Glaub's nicht, ne? Von mir aus kannst du mit deiner Polypenatmung deinen Teppichboden saugen. Es ist mir egal. Er glaubt es nicht. Du, Udo, warum gehen Bienen nicht in die Kirche? Was? Weil sie in eine Sekte sind. Franz, du meinst, Insekten sind. Ja, genau. Also heute ist hier irgendwie der Wurm drinne. Was macht denn dein Rätsel? Ich brauch noch eine der Gezeiten mit F. Ja, früher. Das passt nicht. Siehste, sag ich doch. Ich habe gebucht. Wie wat? Ich denk, du warst in Urlaub in Norman von Nine Life, seine Mutter, ihre Wohnung. Udo, geht klar, aber danach wollen wir noch für 3 Wochen nach Rumänien, für die Bräune. Wer ist wir? Ja, ich sag es euch jetzt einfach mal. Ich, Ruge und Rocky. Die beiden sollen sich mal ein bisschen kennenlernen. Ach, und das ist nur was da in Rumänien? Ja,
Super Angebot von Sonnenklar TV, 199 Euro PPPW, habe ich mal ausgedruckt. Also ein traditionsreiches Hotel inmitten einer aufstrebenden Neubausiedlung in einem renaturierten Tagebaugebiet direkt am Schwarzen Meer zubringen. Naturbelassene Räumlichkeiten, ultra-all inklusiv Essen und Trinken direkt in Haus. Donnerwetter! Das klingt ja interessant. Ja, Urlaubsfeeling pur. Aber dann ist er doch wieder so ein Wehmutstropfen bei, ne? Keine Begrüßungsdrinks an der Lobby, wa? Nein. Da sparen sie wieder. Nein, es ist wegen Roggi. In Flieger gehen nur 100 bis 8 Kilo als Handgepäck. Also. Sonst müssen sie in Fracht tragen und da ist ihm da zu kalt und zu langweilig. Moment, seit wann sind Hunde denn Handgepäck? Ja, du hast sie denn in der Handtasche und dann gucken sie mir den Kopf raus. Das war ja auch nie ein Problem mit ihnen. Aber jetzt muss er in 4 Wochen 10 Kilo abnehmen. Also ich habe da schon mal angerufen, dass er was an den Drüsen hat, aber das gilt nicht. Ja, und wie soll er nur abnehmen? Ja, der Tierarzt sagt, das sind 2 Säulen. Bewegung und Diät. Ah, und da nimmt er Geld für? Naja, ich meine, von Tresen springt er jetzt ja schon von selbst. Also für so eine extra Portion Schmierkäse. Mach mal, Roggi. Ja, er frisst ja nur. Er hüpft ja gar nicht. Ja, das ist der Vorführeffekt. Naja, und neben dieses Training muss er noch Diät machen. Und jetzt kriegt er 2-mal täglich Kohlsuppe. Und abends darf er denn alles, was ihm schmeckt. Ja, und was schmeckt ihm denn? Ja, alles. Was? Das hat der Tierarzt geraten? Nein, das habe ich aus der Bild der Frau. Strandfigur in 4 Wochen. Bist du soweit klar, Franz? Ich brauche noch Hühnervogelart mit 5 Buchstaben. Henne. Ach ja!